Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 Challenges. Ja, ich habe da jetzt sogar eine Playlist für angelegt, rechts und mal ihr einfach mal verlinkt. Heute ein anderer Gast als Jan dabei und zwar Micha. Hi. Moin Moin. Michas Kanal ist natürlich rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir auch ein Video gemacht. Da haben wir dann Kopfbälle und Volleys gespielt. Wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, Distance auf meinem Kanal zu machen und Kopfbälle Volleys auf seinem Kanal, da wir Survival und keine Regeln schon mal mit Jan hatten. Ja, jetzt gibt es zwei Spiele Distance auf meinem Kanal. Heißt, innerhalb des 16ers zählt das Tor ganz normal ein Tor und außerhalb zählt ein Tor, zwei Tore quasi. Also, wenn ich jetzt 1-0 führe und Micha haut einen ultrakrassen Longshot raus, dann ja, kann er mit 2-1 in Führung gehen. Also, wird crazy, wird spannend. Wir spielen das El Clasico. Real Madrid gegen Barcelona. Ich bin Barcelona, du bist Real Madrid. Hast du Bock? Ja, ich habe richtig Bock. Wir haben tatsächlich sehr, sehr selten gegeneinander gespielt. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt verhält. Gegen Jan hatte ich auch nicht oft gespielt. Das war sehr interessant. Wir ändern nichts an den Aufstellungen, starten einfach direkt rein. Es regnet, ich habe richtig Bock. Und ja. Ich habe übrigens die Cap am Start, Leute, meine Haare sind nicht ganz perfekt. Ja, oh Mann, das kam nun nicht dabei. Das ist so ein bisschen... Das ist schade eigentlich, das ist echt. Wobei ich natürlich PES feiere und es auch feiere, dass da das Camp Nou ist. Wäre cool, wenn es auf den beiden Spielen wäre. Das wäre das Beste. Ich finde das echt hässlich, dass es immer nur in einem Spiel. Aber das ist ein anderes Thema. Distance wird interessant. Zwei Spiele und wie gesagt, danach unbedingt nach diesem Video bei Micha vorbeischauen. Denn da geht es dann weiter mit Kopfbälle und Volleys. Und da ich Kopfbälle und Volleys sehr gut kann, werde ich probieren, jetzt meine Tore zu machen und dann bei Michas Kanal zu verlieren. Ja, das wird sehr interessant. Let's go. Er hat mir gerade schon verraten, dass er Time Finishes nicht kann. Also genauso wie Jan, der kann die auch nicht. Und deswegen habe ich vielleicht schon mal eine bessere Chance. Kannst du auch skillen? Skillen? Nö. Also ich frage mich, was ich eigentlich bei FIFA kann. drauf losrennen. Das ist das, was ich kann. Ah, okay. Weil Defense bin ich auch nicht so stark. Ah, nice. Aber jetzt mache ich erstmal ein Tor. Schade doch okay. Nicht. wir probieren es aber auf jeden Fall. Wir machen das jetzt mal so aus, damit es nicht so ganz so langweilig wird. Wir probieren es nicht einfach die ganzen Tore innerhalb zu machen, weil es einfacher ist, sondern wir probieren schon recht oft außerhalb zu schießen. Okay? Ja, wir haben ja auch die Spieler dafür. Also wir von haben daher. Die Spieler, ja, das ist. Hier, bitteschön. Ich mache dir den Weg frei. Ich arbeite bei der Volksbank. What the fuck? Ach du, meine Güte. Hui. Also, ja. Nein, Bale, der hat sogar noch einen guten Schuss. Zu weit. Und komm, Kopfball. Ah! Alter, war das knapp. Was ein Luck. Danke dafür, Fußballgott. So ein bisschen was muss ich ja können. Ich spiele ja sonst privat auch auf Ultimativ, aber... Oh! Hey, war der haarscharf. Es würde nicht für die Weekend League reichen, würde ich mal so sagen. Ja, ich habe mich noch nicht mal qualifiziert, obwohl ich ab und zu tatsächlich mal spiele. Echt freikriegen den Kopf, um zu überlegen, was... Jetzt ist er drin! Yes! 2-0! Direkt nach einem Treffer, Leute. Das ist hier der Vorteil. Und wie gesagt, wenn wir auch noch öfters aus der Distanz schießen, mega fresh. Kurz vor der Halbzeit. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ja. Ich warte auf den psychologisch unwichtigen Zeitpunkt für Tore. Auf den warte ich nochmal. Coutinho, der hat ja auch echt einen guten Schuss, muss man echt sagen. Und das also, war eine Einladung. Ich sage ja, ich kann nicht verteidigen. Und grünes Timefishing dann doch mal getroffen. Der Torwart hätte zwar schon halten können, man weiß es ja nie, bisher lief es nicht so gut für mich. Also du warst eigentlich richtig gut bisher. Ich hatte, glaube ich, 3-4 Schüsse, so die echt gefährlich waren. Aber du hattest natürlich auch deinen Lattentreffer und diesen hier, also wow. Ja, es läuft. Oh, ja, und dann passiert sowas. Ich rede nicht mehr über mich. Ich sehe es doch schon kommen. Komm, Junge! Nein! Noch eine Ecke. Zur Halbzeit. Kurz aus, dann ist Halbzeit. Schade.
So, Halbzeit, Schiri. Ah. Oh, ja, jetzt nicht. Jetzt keine Halbzeit, Schiri. Ja, genau. Jetzt nicht. Lass laufen. Hallo. Schiri, Freistoß. Hä, hey, was ist der ja. Freistoß, Junge? Warum pfeift der nicht ab? Was ist das für ein Trottel? Ja, und jetzt werde ich hier die Kamera ändern. Das wird ein Torstoß, Leute. Als ob du den... Den mach ich rein. Doch nicht. Jo. Ja. Nein. Junge. Hä, hey, pfeift immer noch nicht ab. Er pfeift aber Ecke. Was ist denn mit ihm? Der hat richtig viel Bock. Das ist einfach mal 50. Minute. Nochmal die Chance, Kopfball. Was ist ja! das? Ich fühle mich betrogen, Alter. Was ist das? Ja, auch noch der Jubel, Junge. Was ja. will der Schiri eigentlich von mir? Junge. Also beim Freistoß okay, weil ich ihn gefoult habe. Aber Ecke, Junge. Die Ecke hätte doch nicht mehr pfeifen müssen. Alter. Ich habe den Freistoß nach vorne geprügelt, weil ich gedacht habe, gut, der pfeift sowieso ab. Dass ich jetzt hier noch einen Eckball krieg und dann auch noch ein Tor mache. Halleluja. Junge, wie viel hast du dem gegeben, Alter? Was ist denn mit dem? Der ist doch so hart bestochen, Alter, zur Halbzeit. Das war jetzt nochmal psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ja. Das war noch viel mehr als bei mir. Aber leider nur ein Treffer, weil es eben im Strafraum war. Ja. Aber guck mal, recht ausgeglichen, ein bisschen mehr Ballbesitz, ein bisschen mehr Schüsse bei mir, aber ist okay auf jeden Fall. Oh, Jan hatte ein bisschen mehr Ballbesitz, ja, ein bisschen. Ja, aber Jan hat bei mir gegen mich beim ersten Spiel 0 Schüsse, 0 aufs Tor. Nice. Oh. Schiri, pfeift doch irgendwas. Ah, oh, super. Ich wollte lupfen, weil es ja kein Außerhalb war. Ja. Und dann wäre ein Lupfer halt ein bisschen cooler gewesen, das wäre dann noch akzeptabel. Ja. Sehen die auch einfach gar nicht ein. Warum auch? So, und das ist das 2:2. Wo war dein Torhüter? Mir egal. Der war auf dem Weg zu Veran, aber hat ihn nicht bekommen. Ja. Alter, zwei Eckbälle. Junge, du gewinnst die Volley-Challenge ja sowas von easy. Als ob du solche Eckballtore die ganze Zeit machst. Boah, aber was macht dein Torhüter da? Ja, boah. Der schlägt nur deinen eigenen Spieler weg. Ja, er kam dahin, aber zu spät halt, ne? Okay, Leute, jetzt müssen wir aufdrehen. Krass, du bist voll gut eigentlich, finde ich. Bin gespannt, ob ich jetzt hier nochmal irgendwie ein Distanztor bekomme. Ich habe halt nur ein Tor gemacht, du hast halt zwei gemacht. Wobei ich halt ein Distanz habe und du zwei Kopfbälle. Ja. Fail? Nein. Und? Und schade. Aber Eckball. Na, halt die Fresse. Aber Eckball. Kommt her, kommt her, kommt her. Alle kommt her. Und Alter, was ist das? 2:2. Nein, ey Junge, was machst du? Ich raste hier komplett aus. Ja. Oh Mann, Leute. Oh, ich reg mich gerade auch ein bisschen auf. Ich bin schon ein bisschen... crazy von meinen Packs gerade eben. Das Video kam am Sonntag. Da habe ich die Packs geöffnet, was ich bekommen habe von den Division Rivals. Und da war nur Scheiße drin. Und dass du jetzt nur Eckballtore machst, demotiviert mich einfach noch mehr. Weil das Schlimme ist, ich führe nur mit einem Tor, obwohl ich drei geschossen habe. Ich habe drei Tore geschossen. Ist doch geil. Hat nur ein Tor Führung. Komm bitte, oh, Eckball. Fernschuss. Fernschusstor. Komm, 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 komm. An den Ball, an den Ball. Irgendjemand muss an den Ball kommen. Ja, ich. Nein! Ja! Nein! Immerhin so. Immerhin so. Fast hätte ich gewonnen. Er ging an den Pfosten. Ja. Und dann kommt Suarez. 3:3. Was eine Spannung hier, Junge. Ah, Mann, ja, ey. Ja, hätte er ja, den ja. gemacht, hätte ich einfach gewonnen. Oh. Ich hätte den. Ah, der stört mich da. Meiner lag auch noch am Boden, Junge. Was hast du mit dem gemacht? Wie du meine Spieler immer verletzt. Das Ding war das. Der kennt keine Gnade. Der boxt ja einen Spieler um. Auch für ein Gegentor. Oh, jetzt habe ich es nochmal versucht. Ach, okay. Gefährlich, gefährlich. Ja, gefährlich, gefährlich. Was ein spannendes Spiel. Du machst drei Eckballtore. Und ich hätte hier am Ende fast nochmal. Das Spiel gedreht durch dieses Doppelte. Was ich an Ding. Ballbesitz gewonnen habe. Ballbesitz hast du echt ordentlich dazu gewonnen, aber ich bin immer noch da, müssen überlegen. Du hast mehr Schüsse als ich. Ich war ein bisschen effektiver als du, aber insgesamt war es ja bisher ein 3:3.
Verlängerung. Viel Spaß. Ja, mit einem Distanzschuss bist du vorne. Ich komme nicht mehr zum Schuss. Ich komme ja nicht mehr innerhalb zum Schuss. Ich komme eigentlich zu gar nichts mehr. So, beide sind konzentriert, beide halten ihren Mund. Ja. Und jetzt geht's um alles. Junge! Ja! Alter, das wäre so geil, wenn ich jetzt auch mal ein Kopfballtor gemacht hätte. Wobei es geil wäre, wenn ich das in deiner Folge mache. Nein! Nein! Ende! Mach doch mal! Ja! Mann! Du sollst nicht deine Challenge in meiner machen. Er hat einfach vier Kopfbälle gemacht. Ja. Junge, ja. So ein Bullshit. Naja, Leute, ich bin der Gewinner der Herzen. Ich habe wenigstens einen von außerhalb gemacht. Ich habe die Challenge erfüllt. Nein, hast gut gespielt, auf jeden Fall gewonnen. Fair gewonnen, echt gut gespielt. Ich verwechsel die Challenges. Ja, das kann passieren. Bei Kopfball mache ich wetten gar keinen. Ich mach da sowieso keinen, also Kopfball ist sowieso komplett aber weg. Ja. Das ist unser zweites Spiel hier. Jetzt hoffentlich keine Verlängerung, sonst wird die Folge ein bisschen lange. Achso. Ja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich ja auch noch das beste Team, Junge. Und aber jetzt werde ich auch außerhalb treffen. Das wäre ganz nett, ja. Wenn du die Challenge da auch mal erfüllst. Wobei ich muss, es ist nur Spaß hier gemeint, Leute, nicht ernst nehmen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich werde die Challenge bei dir auch nicht erfüllen. Also, ich habe so selten irgendwelche Kopfballtore. Und es wird für mich unglaublich schwierig, einen Volley hinzukriegen. Aber das ist meine einzigste Chance. Also, Volley ist wirklich meine einzigste Chance. Das wird crazy. Okay, let's go. Spielt Ronaldo überhaupt? Ja, spielt er. Ronaldo gegen Inter. Ach so, Ronaldo und die anderen spielen einfach nicht. Oh! Spielen einfach nicht! Das geht hier schon mal richtig heiß los. Alter! Junge, wer wäre drin gewesen hier? Ich wäre so ausgerastet. Es ist ja nicht nur Ronaldo. Also, ja, das darf man auch nicht sagen. Eben, das hast du spielen ja noch andere Hochkaräter wie Dybala und so in dem Team. Also von daher. Das wäre richtig crazy, wenn der jetzt Gag ein Tor gemacht hätte. Ronaldo kann auch nur das, was er eben, was seine Mitspieler auch können. Also, was sie ihm vorbereiten. Da kann er auch vieles alleine entscheiden, aber nicht alles. So. Erstmal den Ball abfangen und nein. Schön. Richtig schön. Aber das, was er jetzt, das eine Tor, was er jetzt gegen die, das letzte Tor, was er gemacht hat, gegen wen haben die gespielt? Gegen Man U, glaube ich, ne? Gegen Man U, ja. Das war schon echt sexuell anziehen. Also ja, vor allem, dass er sein Trikot hochgemacht hat. Sehr sexy. Ja, das war echt, das war wow. Leute, nichts ist passiert. 0-0. Ein paar Eckbälle von mir, die ich halt aber nicht, die ich immer kurz ausgeführt habe. Junge, what the fuck, was ist das für eine Statistik? Ich habe 0 Torschüsse. Doch, ein Schuss, ja. Aber 0 Torschüsse, ja. 15, 11, aber halt immer kein grünes Time-Finishing. Und wenn man immer von außerhalb schießt, dann hat man halt so eine Statistik, dass man, guck dir mal diese Ding da rechts unten an. Es sind halt fast alle außerhalb, fast immer ohne grünes Time-Finishing. Da kann halt nichts raus werden. Haut doch nicht dahin. Jetzt aber Ronaldo mal. Alter, jetzt. Der hält doch alles! Der war sogar grünes Time-Finishing, Alter. Das ist The Beast. Junge, das ist tatsächlich Handanovic und er hält ihn einfach schon wieder. Den habe ich sogar in meinem Ultimate-Team, Junge. Also siehste, gute Wahl, muss ich bis hierhin sagen. Das war nämlich Schuss 16 und 17. Aber der ist jetzt drin. Jetzt Schuss 18. Oh, Alter, jetzt schießt er daneben. Er war, glaube ich, sogar innerhalb. Ah, ja, was machen die? Komm, schon wieder komme ich über außen. Ich kann es aber auch nicht anders, echt. Aber der hat ihn also in dem Spiel probiere ich es ja schon mal, aber ich schaffe es einfach nicht. Leute, wer kommt alles durch die Mitte? Ich nicht. Ich. Und da ist das Tor. Hey. Endlich. Yes, endlich. 60. Spielminute. Raise the Lord! 2-0. Endlich! Was hast du gerade gesagt? Ich hab's nicht gehört. Hochverdient, muss man auch einfach mal dazu sagen. Ja, das stimmt aber tatsächlich. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ungefähr 22 Schüsse. So, okay, 20 Schüsse sind auf jeden Fall. 22 können schon sein. Endlich und auch wenigstens außerhalb. 2-0.
Ja. Muss auch immer mit meinem... Junge, ja. Alter, der hat ihn richtig geballert. Boah, das klappt ja wirklich nichts. Kein 5-Meter-Pass. Also als ob ich hier gerade FIFA nicht mehr kann. Boah, Alter, what the fuck? Was war das für eine Bombe und die geht einfach nicht rein. Da hat er richtig ausgepackt. Das war, glaube ich, leider wieder innerhalb, aber hätte ich auch nichts dagegen. Hauptsache mal Tore, ne? Ja, eben. Ich, für die Schüsse, was ich schon hatte. Alter, da könnte auch schon mal faul. 4-0 oder so hätte da locker drin sein können. Einfach noch einen Weitschuss drin, das wäre schon mal super. Jetzt kommt er mal über die Außen. Jetzt komme ich über Außen, jetzt kommt... Was ist denn das? Ich verstehe es nicht, ohne Spaß. Du hattest keinen einzigen Schuss aufs Tor. Jetzt kommst du einmal über Außen und der Ball ist einfach drin. Ja, ich kann es einfach nicht. Ich kann nur über Außen. Ich habe es jetzt 70 Minuten durch die Mitte probiert, nichts hingekriegt. Einmal über Außen, Kopfball, drin das Ding. Junge. Und dann sagt jemand, bei FIFA geht das nicht. Ja, geht auch nicht. Das wie machst du das? Mann, Alter, bei der Volley- und Kopfball-Challenge werde ich ja noch mehr ausrasten, weil ich es nicht kann. Hier kann ich ja Weitschüsse, habe ich ja auch so selten jetzt getroffen. Einen Schuss von ungefähr 25 ist jetzt drin. Und Kopfbälle und Volleys wird wahrscheinlich ähnlich laufen. Bloß, dass du es halt absolut kannst und es dann am Ende wahrscheinlich 6 zu 1 steht oder so. Ja, und das Problem dieser zwei Challenges ist, hier kann man aus der kurzen Distanz treffen und sich zumindest ein Tor ergattern, aber beim anderen musst du per Volley und per Kopfball treffen. Und hier, guck mal, ich komme über außen. Ach, witzig. Komm. Nein, mache ich nicht. Das ist nicht gut. Nochmal nach außen und... Ah, das war halt gar nicht mal schlecht. Ja, kannst du ja machen, hättest du ja machen können. Warum nicht? Es ist ja, eigentlich ist es ja nicht... okay, eigentlich ist die Challenge, wer von außen trifft, kriegt mehr Tore. Eben. Aber... Ja, wir ich will ja auch mal was anderes lernen. Wir haben halt ausgemacht, dass wir halt versuchen, von außerhalb zu schießen. Deswegen ist halt das Ding. Deswegen vorhin mit den Eckbällen, okay, da kannst du nichts machen. Jo, 4-1. Vorhin mit den Eckbällen, da kannst du halt nichts machen. Und einen hast du halt so getroffen. Habe ich ja auch. Einen habe ich ja auch innerhalb des Strafraums getroffen. Aber da wir es halt eben ausgemacht haben, dass wir von außerhalb schießen, ist halt doof, wenn man von innerhalb dann schießt. Ja, da sieht man, es funktioniert doch. Nach ungefähr 26 Schüssen, jetzt hat er ihn mal schön reingedreht, einen schönen Effet. Aber ich muss sagen, dein Ronaldo ist noch nicht so ganz auf dem Tableau. Der hat nur einen krassen Schuss am Anfang der zweiten Hälfte gemacht und ein paar Tricks in der ersten Hälfte, aber in der zweiten Hälfte ist er irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Nur, wie gesagt, diesen einen Schuss, aber den hat Handanovic gehalten. Aber jetzt zündet er. Okay. Er zündet nicht. Oh. Wie kann das denn kommen? Du hast die Zündspur einfach abgeschnitten. Ich habe einen italienischen Körper reingehalten. Was ein Wortspiel. Ich krieg auch nichts gerissen. Also es ist hochverdient, dieser 4-1 Sieg, wenn es nicht sogar ein 6-1 wird. Oh, das wäre lässig. Weil ich habe es in diesen zwei Spielen echt hingekriegt, 5 Kopfballtore zu machen und nicht hallo und nichts anderes. <Nein. lacht> Ja, du hast halt echt keinen einzigen Distanzschuss gemacht, also getroffen, gemacht. Ich habe noch nicht mal mit dem Fuß getroffen, kein einziger. Jetzt? Na, abseits. Jetzt der nächste Schuss. Oh, Mann, Handanovic ist auch so krank. Ohne Spaß, man muss es wirklich sagen, das ist ja nicht so, als hätte ich die ganzen Schüsse daneben geschossen. Der hat einfach alles gehalten. Das ist ja das. Wenn ich jetzt sage, okay, ich hatte 25 Schüsse, habe aber ungefähr 20 daneben geschossen, 5 aufs Tor, 3 hat er gehalten, 2 waren drin. Es ist ja halt echt so, dass ich so gefühlt alle aufs Tor geschossen habe. Ja, Handanovic war echt voll da. Guck dir den an. Okay, noch 2,5 Minuten habe ich noch. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt mal von außerhalb treffen würde, wäre es ja nur 3-4. Also ich kriege auf jeden Fall nichts hin. Ich kriege nichts mehr hin. Das ist jetzt deine letzte Chance. Der Gast kriegt noch die letzte Chance und sogar eine gute. Uiuiui, uiuiui. Senk dich, du blöder Ball. Ah, schade. Sei dir nicht gegönnt, dass du ein Distanztor machst.
Ja, ich habe an der Zahl 3 gemacht, glaube ich. 2 in diesem Spiel, 1 im letzten Spiel. Passt doch, ist in Ordnung. Einmal gewonnen, einmal ein knappes Spiel. Jetzt könnt ihr bei Micha vorbeischauen. Da werde ich absolut ausgerastet sein, noch härter als hier. Weil ich kann absolut keine Kopfbälle in Volleys. Es wird für mich absolut schwer sein, da irgendein Tor zu machen. Ja, 27 zu 6 Schüsse, 20 aufs Tor, 3 aufs Tor, 4 zu 1 ist, denke ich, verdient. Mit 61% Ballbesitz auch noch. War auf jeden Fall crazy. Ja, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, schaut bei Micha vorbei. Und ja, dir gehört das letzte Wort. Haut rein. Ciao. Ja, bis dann. Bye, bye.